Ich begrüße euch zu My Memory of Us. Ich denke, wir haben den Bug gelöst. Ich habe das Spiel MOD installiert, wieder installiert. Er hat den Spielstand genommen von einem Kapitel vorher. Das war jetzt aber nicht mehr viel wieder nachzuspielen. Von dem her ging's. Zuerst möchte ich mich nur bedanken für die Hilfe, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Ich bin echt begeistert. Es waren viele tolle Tipps dabei. Ich habe es auch alle probiert. Das schnell durchrennen ging nicht. Flammi hat man dann noch einen Guide geschickt auf Englisch. Den hat bei jemand im Discord übersetzt. Automatisch. Vielen Dank dafür. Ich hätte so ein bisschen verstanden, aber vielleicht auch nicht wirklich ganz. Von dem her finde ich das klasse. Das fühle Daumen drücke. Die Taste C, an die hatte ich, das macht, wenn du die Taste C drückst, dann wird der Lichtradius größer. Ich hatte zuerst nicht dran gedacht. Aber ja, dann bin ich hier nochmal aus dem Spiel raus und gegoogelt und habe geschaut, was machbar ist. Hab dann die Taste C probiert, es ging tatsächlich nicht. Also es waren, ja, blieb mir nur MO zu deinstallieren, wieder neu zu laden. Wir haben den Bug beseitigt, also ich habe bis dort gespielt, habe dann aufgehört und jetzt wieder das neue Kapitel gestartet. Ich danke euch wirklich, ich bin wirklich begeistert für die viele Hilfe, die ich immer bekomme als sozusagen nicht so guter Techniker. Bin ich immer dankbar drum. Von dem her, vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt quatschen wir auch nicht mehr lang, sondern starten. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich freue mich weiter zu spielen. Ich freue mich echt riesig. Wir starten. Gut, das kennen wir ja noch. Hä, wieso bin denn ich jetzt? Ach so, nee. Ich dachte schon, ich wäre auf einmal an dem Punkt, an dem das nicht mehr weiterging. Aber nee, bin ich nicht. So. Gut. Ich freue mich echt, weiterspielen zu können. Ihr glaubt es nicht. Warte, Shift. Also dieses schnell durchrennen ist gar nicht so einfach. Ist mir dann gelungen. Aber, ach, das hat es nicht wirklich erhellt. Also daran lag es nicht. In dem Guide stand auch alles ganz genau drin, dass sie automatisch rüberhüpft. Und dieser Schritt nach links, den ich als Hilfestellung bekam, vielen Dank dafür, damit hatte ich gar nicht gerechnet, das übersetzt zu kriegen. Ich bin echt begeistert. Der ging ja hier nicht mehr an dieser Stelle. Wenn ich jetzt aber den Charakter wechsle, ging, und da ging die Taste nicht, und drücke jetzt auf C, habe ich Licht und kann weiterspielen. Und ich freue mich riesig. So, und jetzt müssen wir ihn over the durchlotsen. Weil wenn er schnell, so schnell kann er nicht durchrennen. Deswegen ist immer zwischendrin so ein Stampfer aus. Sehr schön, jetzt hole Marcelo ohne Mosch vor. X. C. Warte mal, was ist denn? Was passiert denn, wenn ich dort drauf drücke? Schaffe ich das vom Licht her? Ups, so schaffe ich es natürlich nicht. Ach, guck mal, wie cool. Yay. Ich hätte im Dunkeln versuchen können, das zu treffen. Aber ich wusste gar nicht, dass das so ist. Das Best. Ich hoffe, da oben sind ein paar Stampfer aus. Jawohl. Boah, ich glaube, jetzt wird es richtig spannend. Ups. Immer zu schnell gelaufen ist, ist vorbei. Okay. Gut. Hä? Habe ich jetzt? Okay. Ach komm schon. Sie kommt nicht weiter. Ich brauche dich nochmal. Würdest du dumm rausgehen? Hallo, sitzt gemütlich? So funktioniert es gut, sei es gelohnt. Ich bin. Oh, nee, Junge, bleib hier. Dieser Charakterwechsel, wenn man das spielt, das ist echt heftig.
So passieren dann auch oft Fehler. Weil ich einfach an Nitrat denke. So. Yes. Soll ich mich wirklich in die Maschine? Und nein, ich weiß überhaupt nicht, was die Maschine von mir will. Okay, startet. Okay, passt auf. Ich muss in diesen roten Kasten, wenn ich das richtig sehe. Ah ja, verstehe. Ah, okay. Und je nach Leitung verschiebt er. Okay. Dann müsste ich jetzt. Ha. Komm schnell genug hin. Nein! Riecht mich jetzt schon, bin ich ganz ehrlich. Warte mal. Ich muss auf diesen. Oh. Aber nicht mit der Luna, ne? Dazu müsste ich wieder auf den. Ah, okay, wenn ich jetzt aber. Ja, sehr witzig. Clever bist. Ciao. So, jetzt müsste ich auf den. Okay. Boah, wie komme ich denn jetzt auf die Mitte? Wahrscheinlich. Nein. So, oder? Fingerfertigkeit froh. Genau ist richtig für mich. Fast. Fast. Ich werde geschwindelig für das ganze Zeit im Buch gucken. Warte. Kriegst du den Drehwurm hier? Guck nicht so genau hin. Du kriegst eine. Ja! Strike! Jetzt hier auch nicht mehr drauf kommen. Warte. Mal kurz denke. Ja, ich muss durch diese Lücke. Strike! So, was passiert jetzt? Okay, dann gehen wir noch so lang. Aber nehmt euch mal an die Hand bei dem Rezept. Ah, okay. Der hat sozusagen den Eingang geöffnet. Du bröckelst. Neue. Ach, guck mal. Sie leben noch. Ist das das Mädchen, bei dem ich die Teddy geholt habe? Nee, die fragen sich, wo das Mädchen ist, bei dem ich die Teddy geholt habe. Er versucht sie aufzumuntern. Das ist die mit Kind. Ich will jetzt erstmal gucken. Unser Donutverkäufer bewaffnet. Was? Vermissen die wohl nicht jetzt, oder? Verstehe ich das jetzt richtig? Okay, soll ich das hier nicht hier suchen? Ah, die proben sich. Okay. Wir
den habe ich damals gehabt. Ja, 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 ich habe es kapiert. Ah, diese Teleskop, mit dem ich rausgucken kann. Ohr. Fernrohr. Na super, du gehst nicht hoch. Pinner Knicke. Im Leben nicht. Müsst ihr lebensmit sein. Okay, sie ver... Zu der Krankenschwester soll ich. Nach unten. Wo ist die Krankenschwester? Okay, warte mal, ich bin vorhin nicht in die Richtung gegangen, oder? Nee, du ist keine Krankenschwester. Kann ich mal muss so knaschen? Würde mich irgendwie sicherer fühlen, so was zur Verteidigung dabei zu machen. Gute Idee. Sie ist traurig, weil das Mädel nicht mehr durch. So viel habe ich verstanden. Aber wo soll ich hin? Kann ich hier nichts tun? Ah, vielleicht kann ich jetzt. Okay, den Hebel ziehen. Gut, runter. Das Mädel ist beim Arzt. Oh. Uiuiui. Was? Ah, das holen wir uns nochmal. Ich hoffe, ich habe am Schluss alles freigeschaltet. Ich glaub's aber nicht. Ja, okay, aber wo gehen wir jetzt hin? Vielleicht wurde auch irgendwas gut gemacht durch das. Durch den Hebelsee, was ich aber bezweifle. Es ist ja irgendwie schrecklich, ne? Auch er das. Ach, du geht's raus. Na, perfekt. Genau, drück nur den Knopf hier. Das ist aber ein Labyrinth. Ist ein schlechter Scherz. Okay, warte. Wo muss ich denn hin? Ich muss ihr Weg zurück. Ja, wie komme ich denn hier? Schlechter Scherz, oder? Okay, hier stimme mal aus.
sind wir verloren. Errungenschaften. Top, ich befürchte sie fast. Ach, geht's weiter, sagst du. Wo ist jetzt das X? Oder muss ich zu der Fischgräte hier? Wo muss ich denn hin? Schläuche gehen mir all wieder. Guck mal, ich kann den Schlauch. Bin falsch gelaufen. Dann gehen wir hoch. Nein, hoch. Jetzt noch rechts. Okay. Da. Okay, ganz schön knifflig. Aber damit die Folge nicht so lang geht, weil ich weiß, wenn ein Video ja 30, 40 Minuten geht, dass es nicht ganz arg hoch wird. Oder nicht von vielen, nicht, egal. An dem drücke ich mal kurz Pause. Und wenn ich hier bin, melde ich mich. So, ich glaube, ich habe es geschafft und ich bin ziemlich fertig. Ich hoffe, wir sind jetzt da. Oh. Junge, war das ein Irrgarde. Ich kann euch sagen. Oh. Okay. Ich hab schon mal gleich... Ach, du sitzt. Guck mal. Hallo. Hm. Hast du dich runter? Oh. Sie hat geangelt. We found the little girl and she told us her tale. She used to live in the orphanage where Janusz was in charge and he had stayed right there with the kids as he had promised. When the robots came to take them away, he refused to leave their side. He held their hands as they all stood together. Then the robot guards led them all away. Even though the resistance could have saved Janusz, even though he could have escaped, he kept his promise. And he went along with the children into the flying train. It took off, and none of them were ever seen again. Oh, my God. But this little girl, she was the only one who got away. And now she was talking about a couple on the other side of the wall. Somehow she knew that if she could get to them, they would adopt her and perhaps change her color. Then she would be safe. Her eyes brimmed with hopeful tears as she said, maybe they would adopt you too as well.
Okay. Oh, ich bin mit dem Kapitel noch gar nicht fertig. Okay, dann würde ich sagen, halt. Soll ich einen Cut machen? Ich glaube, sie geht schon lang genug. Kleiner Cut. Wir steigen dann in die Badewanne. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich stopp jetzt. Und wenn es dann zu kurz ist, schneide ich es hin und dran. Ansonsten mache ich ein Extra-Date. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit, fürs Mitfiedern. Ja, genau das. Fürs Mitfiedern. Und vielen Dank für die vielen, vielen Tipps. Ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar und freue mich über jeden Einzelnen. Bis dann. Ciao.